Guten Morgen. Leiber haben wir Schafoda am Nume Jesu Christi, komm mit ne dir, und ich danke dir für das neuen Tag. Ich danke dir für Dinge, you know, der Herr, und ich bete dir, dass du von dort ans redest. Halb uns den Wut zu verstehen und du noch zu leben, Herr. Ja, von uns ein reichschaffenes Wort, wie brücke dich, Herr Jesus. Amen. Jesaja 51 sagt, hört alle her, die ihr mir dem Herrn gefallen wollt. Und die ihr nach mich fragt. So, das wird es für dich, was Gott gefallen will und was Gottes Wille deine Wille. Was ne Gott fragen, was Gott fragen, was weißt du von uns? Was soll wir denn? Wie wollen die herrschen? Wie wollen die nicht schenken sein? Dich, was ne Gott herrschen, herrschen, ja herrschen es für Gott, das soll sie. Und so steht, erinnert euch, an den Felsen, aus dem ihr herausgemeißelt worden seid, und aus dem Steinbruch, aus dem ihr gebrochen wurdet. Ja, denkt an euren Vater Abraham und Sarah, eure Mutter. Als ich Abraham rief, war er kinderlos. Doch dann habe ich ihm gesegnet und ihm viele Nachkommen geschenkt. Also, wie wird ab Gott herrschen? In Gott gehorchen wollen und in Gott fragen. Wie soll er Abraham tschitschen, für den wir alles allmählich. In Gott, aus der dem Rebt hat er tschenja. Also, aus Gott Abraham in Gemeinschaft rebt, dann wird er in eine Situation, wo vor allem allmählich wird, bei Gott halbam. Und daran sollen wir uns erinnern. Dann sage ich Gott, und nun will ich Jerusalem trösten. Noch liegt die Stadt in Trümmern. Doch ich werde mich über sie erbarmen und das ganze Land wieder aufblühen lassen. Ich werde dies Wildnis in einen blühenden Garten verwandeln, schön und prächtig wie der Garten Eden. Freudenschreie und lauter Jubel wird man dort hören und Lieder, mit denen die Menschen mir danken. Also Gott verlegt dort Abraham in einer allmählichen Situation. Die können keine Zähne haben, die haben geredet falsch. Israel, die Nachkommen Abrahams, die wäre eine anmählige Situation, alles wie ein Trümmer, alles wie verstiert, die wäre eine Gefangenschaft. Und Gott würde das verwandeln, ihr Schicksal verwandeln, und all das verstiert würde aus der Garten Eden sein. Was bedeutet das für uns? Ich glaube, das bedeutet für uns, Gott macht uns sein, dass er derselbe Gott nach Hamas ist. Und er wird ab am Hören, wird am Gehörchen wollen und wird nach am Fragen. Für dich hat er derselbe Antwort von da. Dass Jeff keine Sache wird für ihn allmählich ist. Und sagt, wie dann verschief, bald erfülle ich mein Versprechen, euch zu helfen. Die Rettung lässt nicht mehr lange auf sich warten. Wahrscheinlich. Gott ist der Selbst, ja. Gott verspreit dein Help, was du am Frage, was du am Abrechtig siehst, ja. Was du am Bleiben. Herr, ich danke dir für das Wort. Herr, ich weiß, so viele Menschen gehen in deine schwere Tide. So viele Familien liegen in Trümmern. So viele Situationen gibt es, was für Menschen allmählich sind. Aber für die ist alles möglich. Und halb dort wieder die Frage und dort ans Vertrauen auf die voll und ganz als Herr. Und ich bete auch, dass so viele Menschen, die so lange warten, dass du auch dass einfach das auch passieren kann, dass du das Bild erfüllen machst, dein Versprechen enthalten, Herr. Im Namen Jesu. Amen. Ich wünsche dir einen schönen Tag.